Ja, moin Leute, Smuggler am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und meinem persönlichen Champion Spotlight zu den Lost Vikings, die ihr hier schon sehen könnt. In diesem Video werde ich speziell auf die Fähigkeiten eingehen, was die Heroes bzw. der Hero hier so zu bieten hat. Und in einem Anschlussvideo werdet ihr dann ein bisschen Gameplay sehen. Ich habe auch schon die auf Level 4 gezockt, damit wir alle Fähigkeiten freigeschaltet haben. Deswegen werde ich im Gameplay-Video dann speziell auch auf die Talente eingehen. Ihr habt mit Sicherheit schon mal gehört, dass dieser Hero hier ein ganz besonderer ist, denn ihr könnt alle drei Heroes quasi separat voneinander steuern. Das ist ganz cool, erfordert allerdings auch so ein bisschen Multitasking. Da sollte man schon geübt drin sein, dazu werde ich auch gleich noch was zu sagen. Prinzipiell gibt es keine Grundfähigkeiten, denn auch hier sind die Grundfähigkeiten jeweils die drei Heroes genannt. Einmal Olaf, Baleok und Erik. Olaf, den sehen wir hinten im Blau, es ist der stärkste, könnte als Tank durchgehen. Er hat erhöhte Lebenspunkte und natürlich auch eine stärkere Lebensregeneration. Wenn er 4 Sekunden lang aus dem Kampf raus ist, dann regeneriert er extrem schnell seine Lebenspunkte. Ist auf jeden Fall sinnvoll, denn wir haben einen Baleok und einen Erik, die beides Fernkämpfer sind. Baleok hier in rechts zu sehen. Der fügt Gegnern hinter seinem Ziel Flächenschaden zu. Das ist auch ganz cool auf jeden Fall, was jetzt den Damage Output angeht. Und Erik hier ganz klein, der ganz kleine hier in der Mitte, ist super schnell. Der kommt wirklich von A nach B extrem schnell und hat auch noch eine erhöhte Angriffsreichweite. Das finde ich auch ganz cool. Das seht ihr dann auch im Gameplay-Video, dass es schon mal richtig reinhauen kann. Vor allem, wenn es Richtung Chasen geht. Da verliere ich gleich noch ein Wort dazu. Wir haben hier einen Startvorteil. Wikinger werden schneller wiederbelebt. Zum Wiederbeleben muss man sagen, wenn einer dieser Heroes hier stirbt, dann bekommt ihr 0,25 Tode. Das heißt, euch wird nicht ein kompletter Tod angerechnet. Ihr habt schon gemerkt, das sind nicht unbedingt Grundfähigkeiten. Dazu kommen wir gleich. Vorher gehen wir ganz kurz auf die heroischen Fähigkeiten ein. Wir haben hier einmal neuer Versuch. Das heißt, belebt alle Wikinger wieder und teleportiert sie zu dem Wikinger, der sie wiederbelebt hat. Das heißt, es muss mindestens einer auf dem Schlachtfeld sein. Dann Drachenbootüberfall. Ruft ein Drachenboot herbei, indem ihr die Wikinger auf Raubzug gehen. Die müssen alle in der Nähe sein. Und das macht richtig viel Schaden, habe ich gerade eben in meinen Games mitbekommen. Das heißt, ab Level 10 geht es dann auch damage-mäßig meiner Meinung nach richtig gut ab. Ihr habt gesehen, es gibt Grundfähigkeiten, damit sind die passiven Fähigkeiten gemeint. Das heißt, wenn ihr mit diesen hier zuerst startet, dann habt ihr 0 Fähigkeiten. Die kommen nämlich erst später dazu, wenn ihr sie dann skillt. Ihr habt sehr, sehr viele passive Fähigkeiten, wie zum Beispiel, dass der Olaf, der starke Blocken hat. Das empfehle ich jedem auf jeden Fall am Anfang, denn er ist derjenige, der am Anfang am meisten Schaden bekommt, da er vorne steht. Aber ab Level 4 haben wir die erste Fähigkeit, und zwar der richtige Dreh. Aktiviert das Ganze hier, damit jeder Wikinger-Gegner in seiner Nähe 50 Schaden zufügt. Das deckt natürlich dann nach oben. Das ist, diese Fähigkeit könnt ihr erst, wenn ihr den Held auf Level 4 habt, freischalten. Ansonsten ist alles passiv bis zu Level 10. Sehr, sehr coole Fähigkeit, werde ich auch gleich im Gameplay-Video ausprobieren. Dann haben wir auf Level 7 den Luftsprung. Macht die Wikinger 1,5 Sekunden lang unverwundbar und lässt sie über Gegner springen. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr richtig geübt seid, denn alleine schon das Bewegen der drei Heroes, wenn ihr sie dann unabhängig voneinander bewegt, das dauert ein bisschen, bis man das drauf hat. Deswegen guckt euch erst die aktiven Fähigkeiten an, wenn ihr auch richtig das Movement drauf habt. Ultimate habe ich schon gesagt, und dann haben wir auf Level 16 Nordisch by Nature. Aktivieren, um allen Wikinger ein Schild mit 100 bis 200 Punkten zu verleihen. Das ist abhängig davon, wie viele Wikinger gerade auf dem Schlachtfeld lebend rumlaufen. Ja, und das ist jetzt erstmal so ein grober Eindruck von diesen Wikingern. Mir persönlich machen sie Spaß, aber auf der Webseite von Blizzard steht ausdrücklich maximaler Schwierigkeitsgrad. Das würde ich sofort unterstreichen und unterschreiben, denn sie spielen sich sehr lustig, anders, aber extrem schwer. Und da ich ja schon gesagt habe, dass ich euch auch ein Gameplay-Video vorbeibringe, würde ich doch ganz einfach sagen, dass wir uns das jetzt angucken, nachdem ich euch die Info gegeben habe, dass auch dieser Held hier 15.000 Gold kostet. Schaut euch erstes Video an und entscheidet dann, ob ihr euch den zulegen wollt oder nicht. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Smuggel und wir sehen uns in der nächsten Episode.